Jetzt am Anfang sehen wir unsere Frieda. Frieda ist unser glücklichstes Huhn. Leider hatte sie vor ein paar Wochen irgendwie einen kleinen Unfall, man weiß nicht, wo es halt den Hund für sie, aber Tierarzt sagt, alles ist okay. Das ist halt wie beim Menschen auch. Manchmal verlässt man sich und es wächst halt nicht so gut zusammen, aber sie ist fit. Was wir hier zeigen wollen, ist, dass man auch mit dem Huhn tanzen kann. Nennen wir jetzt mal Chicken Tan Dance. Nicht nur die Mika mit ihren Hunden kann das. Wobei wir jetzt natürlich mit Frieda nur langsame Übungen machen, um sie nicht zu sehr zu beanspruchen. Sie sehen, dass sie immer dem Stick folgt. Sie hat gelernt, den anzupicken und dafür gibt es das Leckeres. Es kann Medium sein, Nudeln, Korn, ganz verschieden. Und wissen Sie was? Hühner lieben Applaus. So, ist wieder, die ist schon fertig, die Glocke macht sie nicht mehr. Und wieder ist das ganz weg. Ich kann mich auf die Glocke betätigen. Normalerweise hängt sie in der Luft. Sehr gut. Aber das können wir jetzt natürlich nicht machen. Wir können sie jetzt nicht springen lassen, solange sie noch so ein bisschen wuchtet. Aber dann macht ihr doch schön. Applaus für Frieda! Ah, ich finde, das macht sie ganz toll. Und die Farina auch. Farina ist, arbeitet seit einem Jahr bei uns, ist unsere Jugendtrainerin, ist sehr, sehr begabt. Und sie hat einfach vor ein paar Wochen die Order bekommen, du trainierst die Hühner für die Hühnershow. So, als nächstes kommt die Bertha. Die dicke Bertha. Und jetzt fragt man sich, wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Deswegen gibt es den Kreis, der aussieht wie ein Ei. Und da kann die Bertha durch. Super! Aber die Bertha, die kann noch mehr. Die kann hier jeden Agility-Hund auch toppen, die kann nämlich auch Slalom. Okay, das will die Bertha nochmal zeigen, das ist nämlich ihr Lieblingskunststück. Und ich finde, das macht sie prima. Und die Das heißt, das Huhn muss jetzt eins anpicken. Ich sehe jetzt nicht, welche Farbe heute ausgesucht wurde. Das Pinke wurde ausgesucht. Also sie wird jetzt geklickt, dass sie das anpicken soll und dafür gibt es ein Leckerli. Sobald die Farina denkt, die Bertha hat kapiert, dass es heute die pinke Farbe ist, wird sie noch andere Farben hinzufügen. Und Bertha wird nur bestätigt, wenn sie auf das Pinke geht. Also sie darf nicht Türkis oder Grün anpicken, sondern heute den Pink. Und Sie sehen mal, wie klug Hühner sind, wie schnell die, auch wenn man jetzt umstellt, dass sie nicht mehr anpicken. Wenn nicht, gibt es eben mal kein Leckerli. Aber das macht die Bertha. Das macht die Bertha ganz toll. Nochmal überstellen, genau. Wie gut ist der Zitat? So, ein letztes Mal. Sehr gut. Das hat es heute gemacht, Bertha. Danke für die Hilfe. So, dann warten wir mal, bis die Bertha wieder in ihrem Häuschen ist. Ja, die sind da nicht lange drin, aber sie wissen, dass da auch ein Leckerli auf sie wartet. So, als nächstes gehen
geht es weiter mit einer massigen Italienerin, mit der Maria. Das ist unsere Maria. Maria ist eine Italienerin, ich sehe schon, es ist hier ein bisschen heiß, das kann man auch mit geöffneten Schnabel. Maria ist irgendwie, ja, und die hat mal Dock und manchmal nicht, aber was sie gerne macht, ist Kegel. Jetzt schauen wir mal, ob sie heute Kegel und alle neuen haben. Da muss ich anstrengen, Maria. Typisch italienisch. Santo, guck zu. Sie passt zu dir. Ja. Sandro, hast du nicht Lust? Geh mal weiter. Und noch eine. Gib mir die Wurst. Sandro, ja, weiter. Sandro, Sandro. Da haben wir gleich zwei Sandros, die ich hier kenne. Und die helfen dir jetzt, Sandra. Ich habe ja schon gesagt, wir müssen weitergehen. Seht ihr das? So. Die Maria, das ist nämlich unsere Heiligklum unter den Hühnern, die nicht kann, aber posieren kann. Das ist unser Fotobuch. Und jetzt machen wir mal ein Fotoshooting. Ganz danke für den Moment. Hier.
Deswegen mit der richtigen Musik, dann passt es besser. Ah, vielleicht muss die Kamera nicht weg, das kennen Sie nicht. Jetzt ab. Jetzt passt es, die richtige Musik und schon klappt's. Jetzt geht's los. Ah, auch nicht schlecht. Applaus für Sexy. Kommen Sie doch mal bitte rein. Und wen können wir denn noch haben? Einen starken Mann brauche ich hier. Ja, ein Mädchen aus Österreich. Der sieht ganz neugierig, was uns die Hühner so machen, dann ist er näher dran. Wir haben hier schon einen tollen Job, oder? Wir können uns sagen, die Männer hier ein bisschen vergackern. Die liegen für uns zu Füßen im Gras und alles für die Chicks. So, und jetzt? Jetzt wird es spannend und sexy, wie ich hier über das Seil tanzen. Die kommen jetzt ganz schnell wieder in den Schatten. Sie können jetzt ein bisschen Mittagspause.